So, dass die NTO dieses Jahr vielleicht nicht oder in kleinerer Variante stattfindet, das ist ja so ein bisschen die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist die, dass es aber ganz viel andere psychedelische Talks die ganze Zeit schon gibt, auch in immer mehr Städten geben wird, weil die NTO ja bisher so alle 2 Jahre eine Veranstaltung war, wo endlich in Deutschland mal über Psychedelics geredet wurde. Und die NTO Science hat zu einer Zeit angefangen, als man noch so ein bisschen Eiszeit der psychedelischen Forschung und der psychedelischen Themen sagen könnte. Inzwischen gibt es da also einen deutlichen Klimawandel, einen positiven, ja. Unlängst hat gerade die ARD auch zur besten Einschaltzeit verkündet, dass LSD gerade ein Comeback feiert und dass es ja wohl ganz ungeahnte tolle Möglichkeiten hat. Also die grobe Windrichtung und die Stimmung in der Politik scheint sich gerade wirklich zu ändern. Der Hanf hat es so gut wie schon geschafft in die Legalisierung. An Feinheiten wird noch gefeilt und die großen Konzerne haben schon Millionen investiert. Das ist gewissermaßen aus meiner Sicht jetzt eher noch ein politisch-bürokratischer Prozess. Die Frage ist natürlich, was mit den Entheogenen passiert, was mit LSD, MDMA, dem Kaktus und den Pilzen passiert. Und es ist so ein bisschen unsere Verantwortung, das jetzt auch geschickt und gut so in die Öffentlichkeit zu tragen, dass es da auch eine Legalisierung, eine Teillegalisierung oder zumindest eine Neueinschätzung der ganzen Situation gibt, dass es endlich Forschung gibt zum Thema. Wenn wir erstmal genügend Forschung hätten, wäre die Frage, glaube ich, wie gefährlich Psychedelika das sind, dann auch mal belegt. Und dann wären diese horrenden Strafen, die auf diesen Substanzen liegen, irgendwie nicht mehr ganz zu begründen. Also, es geht uns nicht um eine ganz schnelle Legalisierung von Psychedelika, aber um sowas wie eine lebendige psychedelische Szene. Wir finden es gut, dass immer mehr Menschen Ayahuasca trinken, dass die Nutzung neben dem hedonistischen Nutzungsbereich, den es ja schon immer ziemlich intensiv gab, jetzt immer mehr auch eine Nutzung gibt, die man spirituell oder rituell nennen könnte. Und um das so richtig zu unterstützen, ist jetzt so ein Kongress gar nicht so eine geeignete Form, sondern kürzlich hat sich in Deutschland die Psychedelic Society Germany gegründet. Was ist eine Society, eine Gesellschaft? Nun, das Beste ist, ihr schaut euch mal die Societies an, die es in Europa, in anderen Ländern so gibt. Es gibt nämlich so gut wie in jedem europäischen Land inzwischen eine Psychedelic Society. Und da bekommt ihr so ein bisschen Bild, was diese Societies so treiben. Es ist unterschiedlich. Die einen sind eher ein bisschen wissenschaftsorientiert und versuchen Gelder für Forschung ranzubekommen. Die anderen setzen eher darauf, zum Beispiel Busfahrten nach Holland zu organisieren und dort die legalen Trüffel in Retreats zu konsumieren und begleitet auf einem guten Niveau solche Erfahrungen zu machen. Also irgendwas zwischen psychedelischem politischem Movement, psychedelischer Kultur und Unterstützung von Aufklärung und Wissenschaft sind die Societies und die Deutschen fehlten noch und seit Dezember 2018 gibt es jetzt auch in Deutschland eine Society. Wir freuen uns über Mitglieder, wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und sicherlich wird die Society dann auch mal Träger von Kongressen sein. Ob wir das weiter NTO Science nennen oder das neu benennen wollen, das ist noch offen. Im Moment laufen die beiden Formate noch parallel zueinander. Und was dieses Jahr im September unsere Idee dazu ist, wissen wir noch nicht genau. Praktisch hat sich aber die Community und die Szene jetzt sehr gut entwickelt. Die E-Mail-Verteiler, die Menschen in den jeweiligen Städten, wo es die Salons gibt, sind organisiert. Also wenn wir denn mal wieder einen Kongress machen, und es könnte schon auch noch einer dieses Jahr sein, dann ist schon mal die gute Nachricht, besonders auch für mich, dass die Arbeit nicht mehr auf so ganz wenigen Schultern liegt und mit einer heroischen Menge von Ehrenamt geleistet werden muss, sondern dass wir auf eine ganz andere Struktur und Basis schon zurückgreifen können. Das freut mich sehr und ich würde mich freuen, wenn ihr euch für die Societies interessiert, wenn ihr mal schaut, ob es in eurer Stadt schon einen psychedelischen Salon gibt und wenn es den noch nicht gibt, ob ihr nicht vielleicht Lust habt, einen zu gründen.